Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Slavia Prag gegen AS Monaco. Es kann losgehen, alle sind bereit, alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. Der AS Monaco hat den Anstoß. Crepin Diatta. Da muss er hin und holt sich den Ball. Nun Vorland. Crepin Diatta. Könnte die Führung werden. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Tor! Sie machen's im zweiten Anlauf. Erst die klasse Parade, aber Szene bleibt gefährlich. Und dann schlagen sie doch noch zu. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sie bauen den Angriff auf. Könnte der Ausgleich werden? Ja, das hat nicht lange gedauert. Und dann geben sie die perfekte Antwort, machen den Ausgleich. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Golovin. Alexander Golovin. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Ah, da hätte das Tor auch fallen können. Er muss sich lang machen, aber dann hat er diesen Ball. Der Ball kommt rein. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Sie unterstützen gut. Kevin Volland. Ball war nicht ungefährlich, aber abgefangen. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Jetzt die Chance. Phänomenal. Ohne Worte. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Kevin Volland. Ben Yedder. Wissam Ben Yedder. Könnte der Ausgleich sein. Gehalten! Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. So, Ecke kommt. Gut geklärt. Vielleicht jetzt. Tor Kevin Volland. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Er schießt. Den hält er natürlich. Da
Das war der Halbzeitpfiff. Zeit für die Spieler, sich ein wenig zu erholen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Ben Yedda. Ben Yedda. Guter Zweikampf. Schönes Zuspiel. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Jetzt Vorland. Vielversprechender Steilpass. Das ist die Chance. Tor, und damit sind sie hier wieder vorne. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Der Ballverlust hier von Ben Yedda. Vorland. Hat jetzt Anspielstation. Vorland. Monaco mit dem Tor. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Sie verteidigen erstmal den Ballbesitz. Gute Aktion. Vielleicht der Anschlusstreffer. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Verteidigt da den Ballbesitz. Da könnte was entstehen. Ist das der Anschlusstreffer? Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Das war eine gute Chance und damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. So, Ecke kommt. Da kann er jetzt erstmal klären. Sie bieten sich an. Wichtig, er holt den Ball. Die Schiedsrichterin entscheidet auf Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Eine Minute noch. Takumi Minamino. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg.
Sie holen sich den ungefährdeten Sieg und das zumindest aus meiner Sicht auch absolut verdient. Sie waren hier die stärkere Mannschaft. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.